Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Schwarze Edition. Ich freue mich, dass ihr auch wieder bei dieser neuen Folge eingeschaltet habt. Ja, in der letzten Folge haben wir einen ziemlich nervigen Kampf am Ende noch erlebt, aber naja. Wir sind jetzt hier und versuchen diese Route zu schaffen, besonders weil sich hier hinten am Ende der Route in einem Turm Geraldine befindet, die nächste Arena-Leiterin. Und da kommt natürlich ein Aerodactyl, ist klar. Gott sei Dank habe ich vergessen, meinen Arcani nach vorne zu stellen. Eieieiei, die Folge beginnt richtig dufte. Natürlich hat er Erzwinger als Fähigkeit. Ich habe zwar ein Wasser-Pokémon, ich habe aber Angst zu wechseln. Eieieiei. Jo, macht das wenig Damage. Danke. Das war nett. Das ist nicht nett. Das war jetzt nicht nett. Dass er ausgerechnet auf Arcani geswitcht wurde. Deswegen, Guldiger, du bist dran. I need your help. Antikraft. Genau das dachte ich mir schon, dass er mit einer Gesteinsattacken gekommen würde. Deswegen habe ich geistesgegenwärtig gewechselt. So, wie zieht das ab? Oh, das one-hitted ihn sogar. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es ihn sogar one-hitted. Lustigerweise wäre Eistüte übrigens sehr effektiv dagegen. Ne? Also hätte eine sehr effektive Attacke. Es wäre sogar vierfach effektiv gewesen gegen das Aerodactyl. Aber ja, der ist ja schon tot, ne? Boah, drei Pokémon hat die Duflor. Das ist sehr gut. Ich habe gerade eben auf Arcani gezwitscht und der hat ja eine sehr effektive Attacke gegen dieses Duflor. Und deswegen wird das Duflor relativ schnell sterben. Down. Was? Es hat nicht mal die Hälfte gezogen? Ich bin enttäuscht von Arcani. Er ist zwar ein Level drunter, aber trotzdem. Oh, natürlich trifft er mit Stachelspore. Wann kann ich endlich Hyperheiler kaufen? Ich meine, ich kann momentan immer noch nicht Hyperheiler kaufen. Ich kann nur diese normalen Heiler kaufen. Bitte stirb jetzt einfach. Mach jetzt keine Zanken, ja. Danke. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Es ist halt echt doof, dass er halt dass ich ihm keinen Flammenwurf beibringen kann. Das nervt mich immer noch. Pupanze, Bodengeist-Pokémon. Geist ist das auf Geist sehr effektiv. Und wir haben ja seit neuestem Unhalböen mit Brook drauf. Und er hat ja auch generell noch wenig Kämpfe gemacht bislang. Psystrahl. Ja, es zieht nicht so viel. Erst bei Echnothäuser dann richtig krass. Wow, das zieht sogar relativ wenig ab. Unhalböen stärkt aber seine ganzen Werte. Von daher könnte ich jetzt sogar schneller sein. Nee, mit Psystrahl ist er dann doch etwas schneller. Zieht aber jetzt deutlich weniger ab, dadurch, dass unsere Werte gerade gestiegen sind. Und dieses Mal wird er besiegt, dadurch, dass unsere Werte gerade gestiegen sind. Palim, palim. Was war denn der für ein Typ? Ich weiß, dass es der Flugglaube ist. Ist der Flugpsycho? Dadurch, dass der Brook seine Werte jetzt gestiegen sind, würde ich ihm gerne noch die Chance geben. Verfolgung. Ja, der ist Psycho, ne? Wow, das sieht aber mega wenig ab. Achso, gerade der Schleier war drüber noch. Psywelle. Wow, das hat aber mehr Damage gemacht, als ich es erwartet hatte. Aber unhalb Öl tötet den leider nicht. Nee, ich bin nicht geizig. Hätte er nur 58, 5 KP würden zwar noch fehlen, aber nee, ich nutze lieber die Kuhmulmilch. Wofür habe ich sie denn gekauft? Ich denke nicht, dass Zwiebelle über die Hälfte abzieht. Bei ihm. Oh Gott, er zieht doch über die Hälfte ab. Okay, dann muss ich wechseln. Weil ich bin ja langsamer. Von daher muss ich wechseln. Schade. Eigentlich gehofft, dass er noch ein bisschen mehr kämpfen kann. Aber ich muss halt warten, bis er mal
sich weiterentwickelt. Zu Echnaton bin jetzt gar nicht sicher, wann er sich weiterentwickelt. Müsste aber im mittleren 30er-Bereich sein. Oder Anfang 30er-Bereich. Also lange sollte es nicht mehr dauern. Galt mal auch für Eistüte, aber der ist ja schneller gestorben, als mir lieb war. War zwar insgesamt unser schwächstes Pokémon, aber trotzdem. Hat immer einen guten Job abgeliefert. Ja, in der letzten Folge haben wir ein seltsames Item, eine seltsame TM bekommen namens Zwaggo. Ich bin immer noch verwirrt von der Attacke. Und aus Versehen gehe ich ins Gras. Ich wollte das. Natürlich sehe ich wieder dieses Hydropi. Wir haben hier einen Karadonis bekommen, ein reines Kampf-Pokémon. Und ich bin hier ein Hydropi. Hätte ich Hydropi gefangen, hätte ich sogar vielleicht Immon genannt. Dann hätte Immon sein Comeback gefeiert. Aber so. Bei der Konstellation. No. So, ich aktiviere jetzt wieder Schutz. Wo war der Paraheiler? Da ist der Paraheiler. Hatte ich jetzt gerade tatsächlich sogar vergessen für Akani. Da vorne ist der Turm, aber ihr seht ja, dass der Weg da sich noch spaltet. Von daher möchte ich auch die restlichen Wege gerne noch abkundschaften, dass wir die da noch mitnehmen. Das ist mir. Fuck my life! What the hell, Dragoran? Und meine Eistüte ist tot, ne? Ich muss da mit Gewalt draufkloppen. Alter, 31 Dragoran. Der wird mit sich. Oh mein Gott, das macht er auch noch Agilität. Seine Initiative steigt. Slam. Okay, zieht nicht so viel. Wow, die Hälfte. Ich weiß, dass es neutral ist, aber trotzdem. Bei einem Dragoran hätte ich nicht erwartet, dass es über die Hälfte zieht. LOL. LOL. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Trifft Zippeli. Ja, dann kannst du gleich mal drin bleiben. Obwohl, bei Finalschlag kriege ich richtig heftig auf die Fresse. Oh Gott. Also wenn er jetzt nicht stirbt, dann muss ich einen Trank ziehen. Finalschlag wird trotzdem heftig. Hä? Okay, der hat nicht Finalschlag als Fähigkeit. Das ist glücklich. Da haben wir Luck. Weil wenn man physische Attacken auf Triffizibili einsetzt, dann ist es ja Funkensprung. Bekommt man durch die Fähigkeit Finalschlag am Ende nochmal ein Damage eines bestimmten Prozentsatzes und der hätte Ruffy getötet, wenn Drift Zeppelin noch sowas wie Unheilböen eingesetzt hätte. Hinten liegt ein Item, das holen wir uns gleich. Ich möchte dann doch lieber hier alles erstmal abgrasen. Ach hier stimmt, kann man sich hier nicht sogar healen bei einer von den Personen? Oder labern die hier nur irgendwas Dummes übers Kochen? Nee, die Dame heilt einen sogar. Okay. Gut, dann habe ich das Item gerade völlig umsonst eingesetzt. Gut zu wissen. Gott. Wieso Caster King? Ach so, das ist meine Mutter. Ich bin's, deine Mutter. Wie geht es dir denn so? Ach, auf Route 7 bist du gerade unterwegs. Mach keine Sachen. Da hast du ja schon einiges hinter dich gebracht, aber sag mal, passt du dir auch auf deine Pokémon gut auf? Ohne wärst du nicht so weit gekommen. Das hast du alles deinen Pokémon zu verdanken, also behandle sie dementsprechend. Hoppla, ich habe gerade etwas strenger rüber, als gemeint war. Da hat sich wohl der Trainer in mir zu Wort gemeldet, aber gut, ich lege dann mal auf. Unnützes Gespräch, aber egal. Ja, den Clown hier kann man besiegen und dann kann man da hinten an das Item. Also wie gesagt, wo Geraldine sitzt, da sind wir halt gerade vorbeigelaufen, aber die Route geht halt hier noch weiter. Ibitak.
Wäre zwar schöner, wenn ich Ruffy vorne hätte, aber Arcanio sollte das eigentlich mit Level 30 jetzt eigentlich auch regeln können gegen so einen Ibitak. Gegen so ein Normalflug-Pokémon ist jetzt ja eigentlich auch nicht so ein Pokémon, wo man jetzt sagen muss, oh Gott, das wird eklig. Wenn er dann doch so wenig Damage zieht, jetzt ärgere ich mich darüber, dass ich ihm keinen Donnerzahn beigebracht habe. Stirb. Weil dann hätte man mit Donnerzahn eine sehr effektive Attacke gehabt und Ibitak wäre schneller gestorben. Dieses Spiel, wie mich das ärgern möchte, aber Tonopto können wir besiegen mit Goldiger, eine Aquavelle und Rumborak heißt der, auch ein interessanter Name. Wer nennt sein Kind Rumborak? Also ich würde mein Kind niemals Rumborak nennen. Was für ein seltsamer Name. Ja, das war's. Tonopto ist down. Und 32, denke ich mal, für Goldiger, ja. Also ihr seht, es läuft mittlerweile richtig gut mit unserem Team. Bei Gold King dachte ich mir, wo ich es damals gefangen habe, dachte ich, naja, was wird denn das für ein Pokémon werden? Das wird mit Sicherheit... Wow, ich krieg Eisenschädel als TM. Eine starke Stahlattacke. Meine Stahlattacke ist ja in der letzten Folge gestorben. Also nee, in der vorletzten Folge. Alter, wer kann das erlernen? Ruffy könnte es vielleicht erlernen, oder? Was, kann er nicht? Aber es kann Brook erlernen? What? Brook kann das erlernen? Ich bin sehr überrascht, dass er das erlernen kann. Dann fliegt Verfolgung raus. Hätte ich nicht erwartet, aber Brook kann Eisenschädel erlernen. Huh. Bei Ruffy hätte ich es gut gefunden. Vor allem hätte das sehr gut gepasst, weil Ruffy hat auch im Real Life einen Dickschädel. Voll der Wortwitz. Da steht da Dickschädel wegen Eisenschädel. Ja, ich bin voll der witzige Typ. Ah, ich weiß schon, Leute. Ich bin der lustigste Typ. Ich bin Stand-Up-Comedian. Wusstet ihr das? Wusstet ihr das, dass ich Stand-Up-Comedian bin? Nee, wusstet ihr bestimmt nicht, ne? Jetzt wisst ihr das. Weil ich nämlich die besten Witze schreibe. So. Rumborak Teil 2. Oder Clowny. Oder wie heißt... Wie nennt man... Wie beziffern sich die Typis eigentlich? Heißen die direkt Clowny? Nee, Kaspar nennen die sich. Yo! Heatran! Legi! Feuerboden! Gold King, I need your help. Bist sehr gut jetzt für diesen Job. Aua, Antikraft, das tut weh. Aber zieht nicht so viel ab. Aquavelle. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich vielleicht taktisch angehen soll mit Wasserring, aber nee. Genau. Metall Sound. Das ist eine sehr starke Attacke von Heatran. Spezialverteidigung sinkt um 2 Stufen. Das tut weh. Um 4 Stufen? Also wenn er jetzt nicht stirbt, dann bin ich in der heftigen Bedrängnis mit Goldiger. Aber es stirbt natürlich. Also ich hoffe, dass Goldiger noch lange da bleibt. Boah, Zaplarek. Der hat keine Schwäche. Das ist natürlich ein starkes Pokémon. Mit Ian sollte das aber nicht so das große Problem darstellen, denke ich mal. Wir müssen halt normal angreifen. Also könnte ich sehr effektiv angreifen oder so. Klammergriff. Damit kann ich zwar jetzt nicht flüchten, aber der Bollenhelm regelt halt. Biss und weg. Also viel Ende auf Drasche bringt, muss ich sagen, unglaublich viel. Also wenn du es hast. Triggered. Das Spiel triggert. Hydrobi. Wasser-Pokémon noch zu Beginn. Erst später Wasser-Boden-Pokémon. Sumpex ist ein wirklich sehr starkes Wasser-Boden-Pokémon.
Genau, können wir gleich mal Eisenschild ausprobieren. Oder ist der jetzt schon Boden? Nee, der ist noch nicht Boden, ne? Weil er jetzt hier mit Lebensschelle kommt. Wow, das sieht wenig. Dann Unheilböden. Gesichte. Ah, Hydruppi ist schon cute, ne? Ärgere ich mich total, dass ich es nicht bekommen habe. Boah, Hälfte circa. Bodycheck zieht bei ihm nichts ab. Mumie. Er verliert seinen Sturzbach als Fähigkeit. Und deswegen bekommt er jetzt Mumie als Fähigkeit. Kultige Hit sogar mit Unheilböden. Fluch. Ist zwar fürs normale oder für Online-Spielverlauf gar nicht mal so eine schlechte Attacke, aber für meine Randomizer Nuzlocke Challenge ist das eher eine sehr suboptimale Attacke, um es mal freundlich zu beziffern. So, jetzt nicht runterfallen. Ich möchte jetzt nicht nochmal gegen die Pokémon, die da unten sind, kämpfen. Genau, hier kommen wir nämlich zum Wendelberg. Hier geht es später dann weiter. Oh, hier befindet sich sogar noch ein Trainer. Da hinten befindet sich der Wendelberg. Also wenn wir mit der Arena durch sind, dann können wir direkt weiter zum Wendelberg. Oh mein Gott. Ist klar, jetzt kommen die ganzen Pokémon, die eine Schwäche gegen Eisattacken haben. Aerodactyl, Dragoran, Knackrak. Natürlich. Ich bin am Arsch. Wie soll ich Knackrak besiegen? Racheboden, starkes Pokémon. Einer der besten Pokémon, die es überhaupt gibt. Er hat eine Schwäche gegen Boden. Er hat eine Schwäche gegen Boden. Er hat eine Schwäche gegen Boden. Er hat eine Schwäche gegen Drachen. Er ist ein Lappen. Er kann mit Sicherheit Erdkräfte. Dragonclaw. Alter, ich bin am Arsch. Mann, ich weiß nicht, was ich gegen Knackrak machen soll. Leute, es könnte vielleicht sein, dass ich vielleicht Game Over gehe. Oder dass mindestens ein Pokémon stirbt. Schlitzer. Ich muss auf eine Vergiftung hoffen. Keine Vergiftung. Scheiße. Ich denke mal, er wird jetzt nochmal Drachenklaue einsetzen. Ey, warum ist der denn auf 34? Doppelhieb. Leute, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Buffy wird wahrscheinlich jetzt sterben. Brauche ich nicht einzusetzen. Sonnenkopfstoß ist eigentlich so das Einzige, was ich vielleicht machen kann. Oh Gott sei Dank, er kommt nur mit Sandgrab. Obwohl, kann ich da jetzt überhaupt wechseln? Ich bete so zu Gott, dass der Typ keine Erdkräfte noch nicht kann. Weil wenn er jetzt mit Sandgrab kam, kann es vielleicht sein, dass er nicht die Scheiße hat.
Verrecke doch! Ich kann den nicht drin lassen, der ist langsamer. Natürlich, er kann wegen... Alter. Boah, was das war gerade meine Kumo. Ey, ich bete. Ey, hoffentlich jetzt kein krasses Pokémon. Kein krasses. Schwalboss, okay. Der ist knackbar. Den kriegen wir weg. Den müssen wir wegkriegen. Ich darf kein einziges Heil-Item mehr verwenden. Wie viele Pokémon hat denn der? Also das ist sein letztes. Ach ja, stimmt, hier regnet es. Deswegen ziehen auch meine Feuerattacken so wenig ab. Deswegen zieht auch meine Feuerattacke immer nur so wenig ab. Vorhin bei Duflor. Triff. Nein, ich hasse dich! Warum? Sag mal, das ist doch Beschiss, Alter! Warum krepiert denn der nicht? Aber der kann nichts gegen Brook machen. Er greift nur normal an. Gegebenenfalls auch mit Flugattacken. Ich hab gedacht, dass er jetzt ruckzuck ihm einsetzen würde. Und das wäre halt nicht sehr effektiv gewesen. Ball nehmen! Gott! Boah, was für eine Hölle! Kurzer Cut, wir sehen uns gleich denn vor dem Turm da wieder. Obwohl, ist hier noch ein Item? Nee. Also, wenn wir den Arena-Kampf schaffen sollten, dann müssen wir halt hier wieder zurück und können durch den Wendelberg. Oh, Alter. Ja, ist mir egal. Okay, Leute, ich musste gar nicht zurückrennen zum Pokémon-Center. Da war ja noch diese komische Frau, die einen heilt. Und bei der war ich. Und da habe ich mir jetzt mal kurz eine Heilung gegönnt. Und jetzt kommen wir hier rein mit einem Pokémon-Team, was nicht komplett tot ist, sondern mit einem Pokémon-Team, was irgendwie noch lebt. Alter, ne? Bei diesem Knackrack, ich dachte, das wär's jetzt. Ich dachte wirklich, das war's mit diesem Let's Play. Boah, wisst ihr, das zeigt halt, wie bitter das war, dass Eistüte gestorben ist. Er war zwar das schwächste Team-Pokémon, aber durch seine Eisattacken... Und dann später besonders denn in der Endform. Das hätte dann so geregelt. Na, hier treffen wir natürlich. Was ist denn das für eine Folge? Ho-oh. Kann der schon Läuterfeuer? Nee, ich denke mal nicht, dass er schon Läuterfeuer kann, oder? Er kann zumindest Windstoß. Weil Ho-Oh ist ja Feuerflug und hat ja dadurch eine Schwäche halt gegen Elektroattacke. Ey, gerade eben Knackrack? Jetzt Ho-Oh? Und ich habe mich noch so gesagt, ja, ist eigentlich ein relativ einfaches Let's Play. Wir haben relativ viel Glück, aber jetzt mittlerweile. Hei. Ein einfaches definitiv vorbei. Ganovil. Das ist ein Pokémon, was Golddigger locker besiegen kann.
Eieiei, also bei diesem Knackrad, ich dachte halt echt wirklich, ich dachte wirklich zu 100%, ohne Scheiß, ich dachte wirklich zu 100%, dass Ruffy stirbt. Ich habe schon gesehen, dass da stehen würde, Ruffy wurde besiegt. Und ich war mir eigentlich auch zu 100% sicher, dass gegen Knackrad ein Pokémon sterben wird. Aber der hat Gott sei Dank nur Sandgrab. Also kein... Erdgriff, das kann er halt später noch erlernen. Eagle Lover, die Weiterentwicklung von Feuerriegel. Damit haben wir jetzt die komplette Feuerriegel-Reihe gesehen. Yeah! Aquawelle ist halt sehr effektiv. Ruckzuck hier hat halt Prioren, aber... Er hat die Attacke abgewehrt, wirklich? Stimmt, durch Sonntag ist ja sowieso meine Wasserattacke geschwächt worden. Danke, Ho-Oh. Wieso geht jetzt die Attacke dazu jedes Mal daneben? Betrug? Was kannst du nicht mit meinem Gold-Digger machen? Der macht dich ganz kaputt schnell. Schnabel und weg. Oh, geh doch sterben jetzt, Igelava. Ich mag dich zwar, aber du musst sterben. Eieiei, du. Es ist nicht mehr witzig, du. Es ist nicht mehr witzig, was hier abgeht in diesem Let's Play. Ich bin nur nach am Gestikulieren hier bei diesem Let's Play. Und am WTF'en. Das war so zu Beginn des Let's Plays und zur Mitte des Let's Plays war das ja noch relativ chillig, wo ich dachte, ja, das schafft man locker. Mit diesem Glück, was in diesem Spiel abgeht. Dieses Spiel hier zu schaffen, aber mittlerweile muss ich sagen, bin ich mir dann doch nicht mehr sicher, besonders mit so einem Knackracken mich fast komplett auslöscht. Da muss ich sagen, das macht mir dann doch ein bisschen Sorgen. Ich habe zwar noch ein paar Pokémon auf Reserve, aber das sind halt auch nicht so Pokémon, wo du sagen musst, die reißen jetzt viele raus. Klar, mit Schwabbel habe ich noch ein Pokémon, was dann sich am Ende zu Branawatz entwickelt. Nochmal so ein richtig geiles Pokémon vielleicht noch so auf der Reservebank. Aber sonst sieht das eher kritisch aus. 32. Eigentlich habe ich gehofft, dass wir eigentlich diese Folge noch vielleicht den Turm vielleicht zur Hälfte schaffen. Aber anscheinend schaffen wir nur die erste Ebene. Also die erste Ebene möchte ich hier zu 100% abschließen. Jetzt, die anderen Ebenen werden wir dann halt in der nächsten Folge machen. Und ich hoffe, dass wir dann auch in der nächsten Folge das hier abschließen können. Das ist zumindest meine persönliche Hoffnung. Bidiza, ja, das ist nix. Das ist ein Noob-Pokémon. Den kann ich hier mit einem Feuerzahn eigentlich, denke ich mal, besiegen. Jo. Okay, es war so ja ein Crit, aber ich glaube auch ohne Crit hätte es vielleicht gereicht. Amaldo, bei dem weiß ich nie, was der für einen Typ hat. Den finde ich immer schwer auszurechnen. Und er kommt mit Schutzschild, natürlich. Ich glaube, der könnte sogar Wasserattacken, oder? Muss man jetzt erstmal gucken. Also es ist zumindest neutral, aber der kann eine Wasserattacke. Ah, oh, dann muss ich wechseln. Obwohl, die Aquaknarre zieht jetzt nicht so viel. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch eine andere starke Attacke drauf hat. Und er brennt sogar. Damit ist sein Angriff eigentlich für einen Hosenboden. Und dann kann ich es mit bis beenden. Außer er kommt mir mit einem Hyperdrang. Woher zieht denn der einen Hyperdrang? Das ist auch selten, dass ein normaler Trainer einfach mal so einen Hyperdrang zieht. Das sieht man ganz, ganz, ganz selten. Okay, die Elektrizität wurde geschwächt. Total sinnlos, aber okay. Ist jetzt nicht mein Problem. Das Amaldo ist besiegt. Jonas wurde besiegt. Ist hier noch ein Trainer auf der... Ja. Dann bräuchte ich tatsächlich noch eine Kuhmilch oder wechsle ich lieber? Ja, ich wechsle dann doch lieber zu ihren, weil der ist ja mittlerweile nur noch auf 32. Er braucht unbedingt DP. Weil der soll sich ja dann auch irgendwann mal zu Brutalanda entwickeln. Dauert zwar noch ein Weilchen,
Aber schaffen möchte ich es natürlich in diesem Let's Play. Außer es kommt ein Regigigas, dann habe ich ein bisschen Angst davor, dass es vielleicht nicht schafft. In Fahrt, keine Ahnung. Boah, ich weiß nicht mal, was der für ein Typ hat. Viele Länder, schauen wir mal, ob das irgendwie was zieht. Normal. Oh, was ist denn der für ein Typ? Der ist kein Drache, das ist klar. Aber was haben die Regis für eine Typkombination? Wasser könnte sehr effektiv gewesen sein. Abschlag. Beulenhelm FDW. Deswegen bin ich auch immer noch mit Ian drin. Aber es wäre schön, wenn du nicht ständig schlagen würdest. Aber scheint keine guten Attacken zu haben. Gesichte, Konfusstrahl, Abschlag. Das sind jetzt alles nicht so Attacken, wo ich jetzt... Dreimal Verwirrung, dreimal geschlagen ist. Das ist ein verdammter... Ernst? Und dann kommt er mir mit Vergeltung eine starke Kampfattacke. Aua. Danke. Ich werde jetzt wechseln. Ich werde jetzt wechseln. Nur zu wen? Gultiger. Weil ich glaube, der hat eine Schwäche. Obwohl, der hat ein bisschen Pflanzen da auf seinen Koppe. Vergeltung, Kampfattacke. Zieht jetzt eigentlich nicht so viel ab. Abschlag. Zieht auch nicht. Ja, Experten, gut, das war jetzt weg, aber naja. Alter, das ist ja auch gar nichts. Aquavelle again. Alter. Ich. Bitte! 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 Warum hat es jetzt Goldige besiegt? Und jetzt sind die Hyperdrachen, willst du mich verarschen? Und das hatte keine Wirkung? Warum hat das Goldige jetzt besiegt? Vorhin nur so ein bisschen abgezogen und dann One-Hit-Shot-KO. Was war denn das jetzt für eine Verarsche? Das heißt, Geistattacken sind nicht sehr effektiv. Das heißt, er könnte vielleicht ein Unlicht-Pokémon sein. Sag mal, diese verkackte Verwirrung! Das Spiel triggert einfach nur hart. Ey, sag mal. Langsam finde ich es auch gar nicht mehr so witzig. Kann mich das Spiel eigentlich mal einfach mal aufhören, mich zu verarschen? Er schlägt sich hier nur permanent. Dann wird hier Golddigger hier lächerlich getötet. Und jetzt schon wieder diese verschissene Verwirrung mit dem... Ja, ja natürlich, das hat mir gefehlt, ein Critical Hit. Kannst du jetzt auch mal bitte angreifen? Er überlebt es natürlich. Wetten jetzt noch ein Crit und dann ist Ruffy tot. Leck mich doch am Arsch. Das ist so lächerlich. Noch ein Crit. Boah, verreck einfach.
keine Ahnung, wen ich in der nächsten Folge reintun. Ey, das ist so lächerlich, dass die blöde Kackkuh noch einen Überdrang zieht. Nö, nö. Und lass mich jetzt zu dem scheiß Item da hinten. Was ist Zanktonklinge nochmal gewesen? Team 93 ist Zanktonklinge, keine Ahnung. Kampfattacke. Lass mich raten, kann kein Schwein erlernen. Akane, okay. Werde ich sehen, wen ich das eben soll. Was soll's? Bis zur nächsten Folge. Ciao. Keine Ahnung, wer in der nächsten Folge reinkommt. Für den getöteten Goldiger. So lame.